hier die Raupe, die Raupen des großen Kohlweißlings. Und auch wenn der Schmetterling Kohlweißling heißt, weil er durchgesagt seine Eier auf Kohl ablegt, und jetzt müssen wieder 10.000 Autos vorbeifahren, damit man nichts hört. Des großen Kohlweißlings, auch wenn der Schmetterling sagt Kohlweißling heißt, bevorzugt der Schmetterling zur Eiablage Schmetterlingsblüter. Dazu zählen so wie hier Rettich. Rettich, Radieschen, aber auch Meerrettich und die ganzen Sachen, die dazu gehören. Aber hauptsächlich Rettich, Radieschen und Meerrettich. Das ist bei vielen Schmetterlingsarten so. Zum Beispiel die Raupen des Schwalbenschwanzes fressen eigentlich oder normalerweise Dill, Petersilie, Karotten, also die Pflanze, nicht die Karotten unten, und solche. Der Schwalbenschwanz bevorzugt aber Bärenklau und Riesenbärenklau, wenn er ihn findet, vor Dill, Petersilie und Karotten. Würde er sagen, wenn die Menschen aufhören würden, Riesenbärenklau zu vernichten, weil er schlecht ist, würde es vielleicht mehr Schwalbenschwänze geben, weil die Schwalbenschwänze die richtigen Futterpflanzen finden, weil die anderen Pflanzen, wo sie eigentlich die Eier ablegen, gibt es in den Wiesen meistens nicht mehr wild, weil es der Mensch ausgerottet hat mit seinen tausendmaligen Mähen, was den Bärenklau weniger stört. Auch ein gutes Beispiel, normalerweise legen Dagpfauenaugen ihre Eier auf Brennnessel ab. Findet ein Dagpfauenauge keine Brennnesseln, kann er seine Eier aber auch auf Glaskräuter ablegen. Da es aber in Mitteleuropa keine Glaskräuter gibt, weicht dann der Dagpfauenauge auf Hopfen aus und legt seine Eier dort an, wo er dann Schaden anrichtet, weil Hopfen zum Bierbrauen verwendet wird. Das Problem daran liegt aber daran, dass durch die ganzen Meereien meistens die ganzen Brennnesselbestände vernichtet werden oder zu niedrig sind, als dass er seine Eier darauf ablegen kann und er dann in Hopfenplantagen geht, weil das das Einzige ist, was noch steht. Somit macht der Mensch sich die Probleme selber, die er eigentlich nicht hätte, wenn er einfach die Natur Natur sein lassen würde.